Huhu zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored. Ja, wir sind mittlerweile im Leuchtturm und haben da so ein kleines Problem mit zwei Leuten, die einfach so stehen wollen, wie sie gerade stehen und sich nicht bewegen wollen. Und was für uns ein Problem ist, weil wir müssen an denen vorbei. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwie oben rumkommen, aber das sieht eher nicht so gut aus. Wie zum Teufel hat er uns wahrgenommen? So, was jetzt natürlich eine Möglichkeit ist, ist die Zeit anzuhalten. Hab ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall. Sag mir, dass das die Betäubungspfeile waren. Ja. Okay, da oben steht auch einer, deswegen nehmen wir uns den mal. Legen den, keine Ahnung, hier in die Ecke. Den vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich da liegen lassen. Auch eher so hier hin. Kuschel, kuschel. Oh, man sieht mal deren Gesichter. Das ist eher selten. Ich wollte eigentlich F5 drücken und nicht die 5. Ich glaube, man erwartet uns. Also natürlich wird er uns erwarten, sonst hätte er sich hier nicht verbarrikadiert. Aber ich glaube fast schon wieder, wir tappen in eine Falle. Ich, keine Ahnung, ich habe das irgendwie so im Gefühl. Wow, da oben. Warum? Wer liegt da oben? Da sitzt jemand. Da ist Emily, oder? Ist das Emily? Emily, Schätzchen. Oh. Ich dachte, da steht jemand, das war nur eine Statue. Oh je. Speichern. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist hier vielleicht sogar eine gute Gelegenheit, nochmal festzuspeichern. Okay, also wir haben hier ja aber wirklich nichts. Wow, das ist der Leuchtturm, der wurde. Ich dachte, der wurde jetzt erst gebaut. Boah, die Musik ist richtig bedrohlich gerade. Da haben die aber innerhalb kürzester Zeit ganz schön viel Gold aus dem Boden gestampft. Möchte ich mal sagen, wenn man sich das hier so anguckt. Der Lord Regent. Wow. So ein schlauer Mann, der seine Talente verschwendete, bis er seinen Glauben fand. Der bittere Bier, die verwiesen. Sind wir ein nutzloser alter Mann, unbekannt im Sinn des Lebens. Kann heute nicht bei uns sein. Ich selbst, ungerechterweise aufgrund einer Ehrensache aus der Marine entlassen. Meine Freunde, gedenkt unserer Zeiten. Mir tut's fast leid, dass der Moment nun kommt. Unsere Gegner sind gefallen. Wir haben eine Kaiserin gekrönt, die Jahre braucht, um aufzuwachsen. Und wenn sie es ist, gehört sie uns. Boah, niemals. Das ist alles Martins Schuld. Hätten wir Corvo nicht aus dem Gefängnis geholt, hätte Corvo seinen Job nicht so perfekt gemacht, hätten wir nicht Angst und Gier verspürt. Ist das Pendleton? Hätte. Immer zu sicher, das war mein Problem. Niemals zögern. Aber der da ist auch bewusstlos, oder? Zu sicher, was ich wollte, als andere Männer zögerten. Ich hielt es für eine Schwäche. Corvo wird zu mir kommen, wie er zu den anderen kam. Überquerte die Insel. Die schlafen doch, oder? Schlafen die? Nur eine Frage des Wie und Wann. Aber ich habe keinen Gegenzug mehr. Alles ist zusammengebrochen. Die Schritte, die uns hierher geführt haben, machten Sinn. Als ich jung war, fuhr ich zur See, kommandierte ein Schiff und machte Seeleute aus planlosen Männern, baute aus ein paar Schiffen eine Flotte, begann dann eine Verschwörung und führte fast ein Kaiserreich. Keine Kompromisse, niemals Barmherzigkeit und Schwäche zeigen. Ich zeigte der Welt, worauf es ankam. Wille und Vision und keine Angst vor schmutzigen Händen. Und jetzt verliere ich all das an einen Mann mit einer schnelleren Schwerthand. Oder ist sie langsamer?
Die Welt ist falsch. Die Frage ist... Es wird eine gute Geschichte geben. Und meine Grabinschrift erst. Zu seinen Lebzeiten befehle ich dir einen edlen Lord, einen Oberaufseher und eine Kaiserin. Der Mann, der einen Tyrannen stürzte. Admiral Havelock, Sohn des Meeres. Ha. Ich wollte ihn gerade nicht unterbrechen, bevor wir ihn... exekutieren hätte ich fast schon gesagt. Das hätte er auf jeden Fall verdient. Ja, Daddy ist da. Sie ist eingesperrt. Emily, Schatz, ich bin gleich da. Ich möchte mich noch ein bisschen nach Loot umgucken. Oh, da, sie ist eingesperrt. Emily, ich bin sofort für dich da. Aber da drin wird es dir ja nicht so schlecht gehen, hoffe ich. Hier wird auf jeden Fall gerade gekocht. Er hat die wirklich umgebracht. Das hier müsste Pendleton sein. Was essen die da? Das sieht ja widerlich aus. Oberaufseher Martin. Er hat sie alle umgebracht. Gut, sie standen wahrscheinlich auch seiner Regentschaft im Weg. Würde ich ihm jetzt einfach mal vorwerfen. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein. So laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die, die am meisten zu verlieren haben. Also ich muss sagen, hier das Leuchtturm, also das Zimmer, das oberste Zimmer sozusagen vom Leuchtturm sieht sehr, sehr schick aus. 7. Eintrag. Ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft. Und dafür bin ich ihm dankbar. Aber ich fürchte, er teilte nicht unsere Vision von Dunwalls Zukunft. Mit einem Mädchen am Steuerruder der Politik werden wir nicht in unserem Sinne über Dunwall herrschen können. Und ich habe das Gefühl, dass Corvos Loyalität gegenüber den Caldwin-Frauen seinen Verstand benebelt. Ist sie wirklich seine Tochter? Wir werden dann wohl zum Höhepunkt seiner Macht führen. Doch die Rolle, die Corvo dabei spielt, darf niemals bekannt werden. Er muss verunglimpft werden. Und wenn ich dann die Herrschaft über die Stadt an mich reiße, werde ich es sein, der als Held und Schutzherr angesehen wird. 6. Eintrag. Nichts ist sicher, bis wir unser Ziel erreicht haben und die Krönung erfolgt ist. Der Dunwall Tower hat seine eigenen Gesetze. Ich wage nicht vorherzusagen, was passieren könnte, wenn wir zu früh kommen. Die nächsten Schritte müssen mit größter Vorsicht erfolgen. Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. 5. Eintrag. Teague Martin ist jetzt Oberaufseher. Er ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchst zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass die Aufseher unsere Forderungen unterstützen werden, welche das auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich. Der Lordregent wird schon bald der scheußlichen Maske Corvus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, da hege ich keine Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Ja, und den Rest kennen wir. Wir gehen gleich zu Emily. Ich möchte nur... Was ist das hier für eine Billardplatte? Warum sind hier diese... ein Flügel? Nein. Ich möchte dieses Zimmer gerne für mein privates Büro beschlagnahmen. Boah, die Musik ist so bedrohlich. Ja, Emily, ich höre dein Klopfen. Und ich denke, wir können sie da jetzt auch rausholen. Er ist nicht tot. Ich weiß noch nicht, ob das eine Idee ist, aber ich bin's. Admiral Havelock? Wenn Sie mich nicht rauslassen, müssen Sie in der Ecke stehen, bis Sie wissen, wie man sich benimmt. Corvo? Wer ist da? Lang lebe die Kaiserin. Erfolg. Corvo! No. Ich
Ich wusste, du kommst. Wird jetzt alles gut? Werde ich Kaiserin? Mein Aufnahmeprogramm zeigt gerade einen Fehler an. Ich hoffe, das war jetzt nicht in der Videosequenz doof. Furchtbar, dieses Spiel mit diesem Aufnahmeprogramm. Rune, ja, die haben wir leider verpasst. Wir haben nur ein bisschen Münzen verpasst, das geht ja dann noch. Gegner, Zivilisten, wir sind nicht entdeckt worden, Havelocks Tagebuch gelesen und Emily gerettet. Okay, also das hat auch also was gegeben, dass wir das gelesen haben. Das Ende. Gut. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo, um ihre junge Seele zu leiten und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Du sahst und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an, eingeleitet durch deine Hand. Sie umarmt den Onkel. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily, Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, deinen Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten. Weil du mehr für sie warst, als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. Oh, Gänsehaut. Errungenschaft gerade düster genug. Oh. Das war jetzt, denke ich mal, dadurch, dass es das goldene Zeitalter war, war es wohl das gute Ende. Was ist das schlechte Ende? Das würde mich interessieren. Oh, ich muss gerade bei mir mal ein bisschen leiser machen. Wow. Kurz fangen und euch die Möglichkeit ebenfalls geben. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel ja vorgeschlagen, weil ich es definitiv spielen wollte. Als es dann wirklich gewonnen hatte in der Umfrage, war ich ein bisschen skeptisch. Da, naja, es ist irgendwo ein Sneaky-Spiel. Das heißt, man kämpft irgendwo im Verborgenen, wenn man nicht total tödlich vorgeht. Wobei, selbst wenn man tödlich vorgeht, ist es besser, wenn man das hinterrücks macht. Im Spiel. Das sieht es irgendwie voll schön. Ich bin gerade echt noch ein bisschen. Aber ich bin so froh, dass wir ein gutes Ende hinbekommen haben. Ja, ich war wie gesagt ein bisschen skeptisch, ob das wirklich ein Spiel für mich ist wegen Sneaky. Und man muss halt auch bedenken, es ist wirklich schon ein bisschen älter. Und gerade dann ältere Spiele auf YouTube zu zeigen, ist dann auch immer so eine Sache. Wird es dann wirklich geguckt? Ich muss ja jetzt auch sagen, es wurde jetzt nicht so stark geguckt wie, sage ich mal jetzt, Skyrim, obwohl Skyrim auch schon sehr alt ist. Da wurde auch schon geschrieben, ja, Respekt, dass du das bis zum Ende durchziehst. Muss ich sagen, ich bin kein Mensch, der jetzt nur aufgrund von Zuschauerzahlen zum Beispiel ein Spiel abbrechen würde. Ich spiele das Spiel natürlich auch für euch. Ich versuche natürlich auch Spiele zu spielen, die euch Spaß machen, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber in erster Linie gucke ich immer, dass das Spiel mir Spaß macht. Denn wenn ich keinen Spaß an einem Spiel habe und es nur spiele, weil es gerade total hip ist und gerade angesehen ist, das Spiel zu spielen, was bringt mir das? Und ich muss echt sagen, dieses Spiel hat mich bis zum Ende, das mit den Runen und mit den Knochenartefakten zum Schluss dann noch, das hatte ich auch schon bei Tomb Raider gesagt, es ist nicht meine Sache, dann über Stunden ständig Gegenstände zu suchen. Das nervt mich dann mit der Zeit eher, muss ich sagen. Es tut mir da leid, wenn ich dann sozusagen die ein oder andere Rune mal übersehen habe. Aber das ist dann auch meistens so, dass es mich dann wirklich genervt hat, dann noch mal
10 Ecken zurückzugehen und da nochmal nachzugucken, ob man da irgendwo reinkommt. Ich bin eher der Story-Mensch. Das habe ich auch bei Tomb Raider eben auch schon gesagt. Ich liebe Stories von wirklich gut gemachten Spielen und ich verschlinge diese Stories nahezu. Und eigentlich möchte ich immer nur das Spiel vorantreiben, um die Story voranzutreiben. Gameplay und so weiter ist bei mir immer so, ja, es muss natürlich auch stimmen. Also das Gameplay hier ist hammergut gemacht. Für sein Alter, muss ich sagen, haben sie alles richtig gemacht. Es ist alles irgendwie stimmig aufeinander abgestimmt. Die Bewegungsabläufe finde ich für das Alter des Spiels, muss ich wieder sagen, sehr, sehr flüssig. Aber ich bin eher dieser Story-Mensch. Also an sich wollte ich immer, ich wollte wissen, wie es weitergeht, was passiert. Und das Problem ist, wenn man das gute Ende will, dann muss man so viele Ecken und Umwege gehen, um Leuten zu helfen. Und das ist ja auch irgendwo gut und es macht natürlich auch Spaß, weil man lernt halt zusätzliche Quests kennen, beziehungsweise zusätzliche kleine Geschichten, was auch interessant ist. Aber ich war einfach nur total hin und weg von der Story. Also die hat mich total mitgerissen und gefesselt. Und mich würde jetzt tatsächlich noch interessieren, wie das schlechte Ende aussieht. Und vielleicht spiele ich irgendwann mal, wenn ich nochmal dazu komme, was momentan ein bisschen schwierig ist, aber wenn ich mal dazu komme, würde ich das gerne privat nochmal für mich spielen und einfach mal auf die böse Art und Weise vorgehen und alle ausschalten sozusagen, also alle tödlich ausschalten, um mal zu gucken, wie das böse Ende aussieht. Das Spiel ist echt gut. Also das Spiel hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hätte es nicht gedacht. Aber damit ist Dishonored beendet. Wir haben wieder ein Let's Play erfolgreich hinter uns gebracht. Und was mich tatsächlich am meisten überrascht hat bei diesem Spiel war, als ich dachte, das Spiel wäre vorbei und dann wurden wir hinterrücks verraten. Verraten von Leuten, von denen ich es überhaupt nicht für möglich gehalten hätte, da sie uns Ausrüstung besorgt haben und uns immer wieder ausgestattet haben, uns Leute zur Verfügung gestellt haben, die uns ausrüsten, die unsere Gegenstände aufwerten können und. Und dann auf einmal werden wir einfach aus dem Weg geräumt. Und dann habe ich ja erstmal total an Samuel gezweifelt und dann versucht uns Samuel zu retten und das war, also das war so der Moment im Spiel, wo ich dachte, wow, ich liebe es, wenn ein Spiel unvorhersehbar ist. Also wenn plötzlich etwas passiert, was einen komplett aus der Sache rausreißt, die man dachte, wie es wäre, sozusagen. Ja. Deswegen hat mir das Spiel so Spaß gemacht, weil es war nicht abzusehen. Man hat immer damit gerechnet, ab diesem Zeitpunkt zumindest, ging es mir so, ich habe immer damit gerechnet, dass wir in irgendeine Falle tappen, dass irgendwas passiert, was nicht vorherzusehen ist oder was nicht so gedacht ist. Ich dachte jetzt zum Schluss auch, dass wir Emily vielleicht gar nicht finden und sie wieder woanders untergebracht ist. Oder wir ihn doch töten müssen, weil er vielleicht da oben am Leuchtturm ist und uns vor die Wahl stellt, dass er sie vielleicht so am Arm irgendwie in die Tiefe gereicht hätte, also dass er sie gedroht hätte runterzuwerfen oder sowas. Ich habe mit allem gerechnet. Deswegen, ich bin froh über das Ende. Das war relativ harmlos, relativ gut. Es ist ein totales Happy End irgendwo. Wobei man ja sagen muss, ich habe schon in die Demo von dem zweiten Teil reingeguckt und ja, wir wissen ja, dass es zumindest diejenigen, die das vielleicht schon gesehen haben, den zweiten Teil oder vielleicht auch schon ein bisschen reingeguckt haben, wir wissen, dass Emily kein rosiges Leben führen wird. So, genau. Ich habe jetzt aber, glaube ich, genug gelabert. Fast 10 Minuten, glaube ich. Und der Endscreen ist immer noch nicht vorbei. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, welches Spiel ich jetzt als nächstes spielen werde. Ihr werdet es, ja, sehr wahrscheinlich sehr bald merken. Ich versuche das sofort im Anschluss zu schaffen. Je nachdem, welches Spiel es wird, sind vielleicht ein, zwei Vorbereitungsmaßnahmen nötig. Und dann könnte es vielleicht sein, dass ein Tag, wobei ich das wirklich versuche zu vermeiden, aber es könnte tatsächlich passieren, dass mal ein Tag nichts kommt. Wir versuchen es zu vermeiden.
Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch allen, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und ich hoffe, euch hat Dishonored Spaß gemacht. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, was habt ihr von der Geschichte an sich gehalten? Was habt ihr von dem Spiel an sich gehalten? Habt ihr es selber gespielt? Habt ihr vor, es selber zu spielen? Was hat euch hier am meisten gefallen? Was hat euch am meisten beeindruckt? Was hat euch am meisten geschockt? Was hat euch gar nicht gefallen? Würde mich alles mal interessieren. Ich freue mich immer über Kommentare und gerade über Kommentare, die eben von Leuten kommen, die auch gerne mal was zu dem Spiel sagen, wie ihre Erfahrungen oder ihre Erlebnisse waren oder wie sie sich gefühlt haben. Interessiert mich immer, wahnsinnig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao!